So, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir über das Kundenthema gesprochen, ist natürlich auch, und darum haben die meisten angefangen, natürlich das Unternehmerische nochmal. Die Leute wollen sich ein Unternehmen in der Finanzbranche aufbauen. Und wenn wir uns das angucken und da uns die Unterschiede wirklich mal anschauen, jetzt kann man sagen, ja, dieses leidige Thema, du kriegst ein paar Promille mehr, wo dann alle mal sagen, ja, du verdienst mehr. So, aber ein paar Promille ist gut. Ein paar Promille ist gut, ja. Also wie gesagt, das habe ich halt damals auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Und ich finde es da auch immer schwierig, wenn man jetzt irgendwie Marketing macht und sagt, ja, keine Ahnung, du hast jetzt gerade 20 Promille in deinem Strukturvertrieb und kriegst in der Maklerwelt halt irgendwie mehr. Sondern ich finde, man muss schon das Maximum im Strukturvertrieb als Handelsvertreter, also was ich dort in der höchsten Stufe realisieren könnte, selbst wenn ich dort noch nicht bin. Aber ich kann mich ja nicht schlechter stellen, als es eigentlich ist. So, das heißt also, ich muss schon das Maximum, was dort möglich ist in dieser Geschäftswelt, mit dem Maximum für mich in der Maklerwelt vergleichen. Und habe ich bei uns zumindest, wird ja bei euch zu eurer Zeit jetzt nicht großartig anders wahrscheinlich gewesen sein, die Provisionssätze, wir waren im selben Vertrieb. Ja. Aber wenn man jetzt überlegt mit den Produktfaktoren, die dahinter sind, so, dann ist ja, wenn du jetzt sagst, mal angenommen, ich habe einen Produktfaktor 0,9 hinter meiner Stufe oder hinter dem Tarif, was, selbst wenn ich jetzt 30 Promille habe, aber mit Produktfaktor 0,9 ja, die ist Faktoren hatten wir tatsächlich noch nicht, weil das LVRG noch nicht raus war als oder kam gerade, aber das ist mir natürlich bekannt. Genau. Also natürlich wird damit gesteuert, ne? Ja. Mit solchen Faktoren. So, und da musst du dann halt sagen, okay, wenn jetzt vielleicht in meiner alten Welt vorher irgendwie mit Produktfaktoren, sagen wir mal irgendwas 28, 29 Promille Maximum halt für mich möglich sind und in der neuen Welt du vielleicht durchschnittlich irgendwo bei 45, also 40 bis 50 oder es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, hast du noch mehr, aber dann ist das schon mal, wenn man sich nur die Promillezahl anguckt, fast eine Verdopplung. Ja. Das kann man nicht kleinreden. Ja. Ja. So, und jetzt wurde uns damals immer gesagt, ja, aber das hast du ja nur auf Eigenvolumen, also auf Eigenumsätze. Mhm. Dafür hast du keine Leitungsvergütung. Und das ist halt völliger Quatsch. Und das war, kann ich dir sagen, für mich als jemand, der sehr, sehr stark im Teamaufbau war, und ich habe sehr wenig Eigenvolumen immer gemacht. Ich habe mich immer mehr darauf konzentriert, mein Team zu verdoppeln und so weiter. War das für mich persönlich zumindest, immer mein Hauptgrund, der mich davon abgehalten hat, mir selbst einzureden, ja, was bringt es dir, wenn du ein paar Promille, natürlich ist es jetzt noch mal viel mehr, als ich damals wusste, aber ein paar Promille hat mich davon immer abgehalten, weil es bringt es mir, wenn ich keine Leitungsvergütung mehr habe. Und das ist schon ein riesen Grund, wenn du das jetzt mal überlegst. Und jetzt kommen die Leute immer an, und das höre ich wirklich so oft, wo sie sagen, ja, aber dafür muss dir ja irgendwas anderes fehlen. Ja, weil wenn du jetzt weil das schon so viel ist, dass da nichts mehr hängen bleibt und dadurch dann kein Support und sonst was. Genau, die dann sagen, hast du dafür bestimmt kein Backoffice mehr, musst für Software und sowas Geld bezahlen, hast keine Fachabteilung, halt all diese Sachen, wo sie glauben, wenn du auf einmal statt, sagen wir mal, im Schnitt 28 Promille auf höchster Stufe oder 29 jetzt vielleicht 45 hast, muss dir doch auf der anderen Seite irgendwas dafür fehlen, weil das kann sich also Mentoring und Community, Backoffice-Themen, Support, ja, Rechner, Software, alles, was du vermeintlich ja nur in dieser Welt hast. So, und ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu analysieren und mal zu schauen, woran kann das wirklich liegen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, es kann ja nur mit dem rechtlichen Status zu tun haben. Und jetzt, wenn du selber, ich weiß ja selber, ich habe Vertriebspartner, die sind Handelsvertreter, die meisten sind bei uns Handelsmakler, der große Wert, aber daher kenne ich ja auch die Rolle, wenn du selber der Unternehmer bist und Handelsvertreter hast. Und ich weiß, wie du provisionstechnisch vom Weitergabesatz umgehen musst mit Handelsvertretern versus mit Handelsmaklern. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, der Punkt ist ja auch der, dass du musst immer davon ausgehen, dass die Leute irgendwann nicht mehr da sind. Und wir wissen, dieser Markt ist ein Umdeckungsmarkt. Das Geschäft wird umgedeckt und es passiert früher oder später. So, wenn ich jetzt also kalkuliere in meinem Ausgangssatz, den ich halt weitergebe an den Vertriebspartner, dass dieser Vertriebspartner mitsamt eventuell seiner Mannschaft mich irgendwann verlässt und den ganzen Bestand und alles umdeckt, so, dann wissen wir ja auch, dass der Unternehmer quasi verpflichtet ist, nach der Kündigung von dem Handelsvertreter allen Stornos entgegenzuwirken. Und wenn ich das nicht gründlich tue, natürlich kann man jetzt einen Anwalt fragen, wenn man das nochmal ein bisschen genauer wissen will, aber dann weiß ich, dass ich diesen Storno selber trage und der Handelsvertreter, ich das Geld von dem nie wieder zurückbekomme. Ich kann dem hinterherlaufen, wie ich will. Wenn das am Ende vor Gericht geht, habe ich wahrscheinlich sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende nicht durchgeht, ich diesen Storno selbst zu tragen habe. Ja. Und das ist wirtschaftlich betrachtet etwas, wo ich jetzt mit Handelsmakler, wo ich ja quasi als Pool einfach nur diese Einkaufsgemeinschaft bin und das halt bündle, das Geschäft, und das dann halt weitergebe, ist dieses Risiko, was ich dort natürlich auch habe, dass ich Geld nicht wiederbekomme, ist es aber bei Handelsvertretern, wo ich ja denen gegenüber ganz andere Rechte und Pflichten habe, ist das Risiko für mich dort auch einfach viel höher, dass ich von Anfang an schon einkalkulieren muss, dass ich viele von den Provisionen, die ich an dich ausgezahlt habe zum Beispiel, nie wiedersehen werde und die dann als uneinbringliche Forderung abschreiben muss. Ja, ja. Und wenn ich weiß, ich habe diese uneinbringlichen Forderungen,
mit Handelsvertretern im Innenverhältnis einfach viel mehr als mit Handelsmaklern, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich von Anfang an in meinem Weitergabesatz an den Handelsvertreter das bereits schon einkalkulieren muss. Und das ist für mich, eher für alle, die zuhören, für mich persönlich zumindest der einzig nachvollziehbare Grund, den ich zumindest auch selbst wahrgenommen habe, als ich als Unternehmer eigene Handelsvertreter hatte, wo ich sagen kann, okay, du kannst einem Handelsvertreter einfach mit diesem Risiko gar nicht dieselben Sätze geben wie einem Handelsmakler.